Wir müssen Momo abholen. Wen? Momo. Wer soll das sein? Irgendein Pendejo. Nicht wichtig. Das ist es. Wieso sind wir nur zu zweit? Diese Frage könntest du jetzt Loco nicht stellen, zum Beispiel. Das stimmt. Da müsste ich fragen, wieso sind wir zu neunt? Da müsste ich fragen, wieso sind wir zu... Was? Ein Kollege ist bei mir. Warten Sie, ich lasse ihn reden. Ihr nehmt. Ruff. Das ist doch Loco, Mierda, was für Ruff. Seh dich vernünftig, Momo. Momo. Er ist zu Besuch. Gut, okay. Du bist Momo? Ja. Du bist Steighaus? Nein, bitte, ja. Wallah, darauf habe ich. Das habe ich. Bitte. Jan? Steighaus. Ey, halt mal deine Fresse! Und fahr mal weiter, Polizei, ja? Halt mal deine Fresse da hinten, du kleiner Hund. Hast verstanden? Verpiss mal. So, warte mal. Du bist also Momo, richtig? Fuck you, fickt euch einfach. Wenn du der wahre Momo bist, der echte Momo, dann schieß mir jetzt aufs Knie. Okay, gib mir eine Waffe. Gib mir eine Waffe. Gib mir eine Waffe, Lightcoin. Gib mir eine Waffe. Bitte schießen Sie hier. Hallo. Fahren Sie weiter, das ist unter Familie. Hab ich gesagt, du sollst deine Fresse halten. Bitte? Ich hab gesagt, du sollst deine Fresse halten, oder nicht? Er hat nichts mit uns zu tun, falls sie ihn einpacken wollten. Ja, wie reden Sie mit mir? Bin ich Ihr Vater oder was? Reden Sie vernünftig hier. Weißt du, mein Vater, ich soll nicht mit dir geredet, du Hund. Hast du verstanden? Okay, was, sehr was gut. Was denkt ihr? Welche Richtung das geht? 2, 1, 4, 2, 1, nein, entspannt 2, 1, euch mal, ganz entspannt. 2-1-4, dein Kulo, Mierda. Ich hab doch keine Pistolas. Allah, das ist Kadi, was ist geworden? Ja, ich hab ein paar Monate, ich hätte ihm nicht mal Waffen, was für Opfer. Tja. Oder Herr, was ist jetzt mit Ihnen? Hm? Was für Opfer, ja. Hättest du mal lieber nicht gezaubert. So. Die andere Sache ist die. Was willst du hier? Der Auf ist halt nur ganz kurz. Der kann sowieso nichts machen. Ich hoffe, dass er nichts machen kann. 2-2-2, Leitkunden. Bruder. 2-2. Was steckst du mir dazu? Also, bist du dumm oder so? Nimm das wieder zurück. Was denn? Ja, ganz ehrlich, Al, ich weiß nicht, wer das ist. Sie können ihn ruhig mitnehmen. Ja, nein, ehrlich, Mr. Bitcoin. Bulli, also, NRW, danke. Wieso? Tama, ist gut. Nehmen Sie mich mit. Nehmen Sie mich mit, ist gut. Aber wieso? Hä? Haben Sie irgendein Problem oder was? Nein, ist gut. Ich hatte kurz Dings. Ich kann ja, nicht. Können Sie den doch lieber besser mitnehmen? Ja, also, Sie wollen mich auf jeden Fall nicht bei sich haben. Deswegen steigen Sie wieder in Ihr scheiß Auto und verpissen sich hier sofort. Was? Willst du mich verarschen? Schönen Tag noch. So, ich fahre jetzt. Oh, falsches Auto. Tut mir alles gut. Falsches Auto, falsches Auto. Weg, Jungs, bitte. Lasst ihn frei! Sie haben das falsche Auto genommen, der Herr. Ja, lasst ihn frei und ich gebe euch euer Auto wieder. Wir haben davon mehrere, aber den haben wir nur einmal. Ja, deswegen lasst ihn frei und ich gebe euch euer Auto wieder. Aber wir haben ihn ja noch gar nicht mitgenommen. Deswegen lasst ihn frei. Wie, der ist doch gar nicht mitgenommen worden. Lasst ihn frei, habe ich gesagt. Mir, da hörst du mich nicht. Ich höre Sie schlecht, hallo? Naja. Was machen die da, Mierda? Ey, Bitcoin, ich kann das nicht mehr, ja? Bitcoin, ich kann das nicht mehr. Hättest du einmal geschossen, sag ich dir ehrlich. Ja, hättest du einmal geschossen, Mierda. Hier kannst du mit keinem reden, ich muss alle abknallen, Bitcoin. Ich würde an deiner Stelle auch knallen. Alle kommen, wir machen Razzia jetzt bei Kali am Mannheim. Wieso bei Kali? Alles nicht mehr, ja? Egal, irgendwo machen wir jetzt. Was? Ja, okay. Aber diesen komischen neuen Kaffee da? Wollt ihr was richtig Großes hochnehmen? Nein, meine Mutter habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Okay. Sagt man nicht, das ist unverschämt. Wo seid ihr? Wir kommen jetzt zurück. Gut, bis gleich. Müssen kurz erfahren. I wish I could make you happy. I wish that you were with me. Oder die Zeit. Ich kenne nicht das Ganze. Damals konnte ich kein Englisch, heute. Fließend. Boah, sie haben ja echt einen coolen G-Stil, Mr. Bitcoin. Ich weiß. Sag mir jetzt die Sachen, Momo. Welche Sachen? Ja. Keine Ahnung, was du wieder redest. Ganz komischer Typ. Momo, wo warst du so lange? Mr. Bitcoin. Und zwar, ich war lange Zeit unterwegs, Mr. Bitcoin. Rede normal. Ja, was soll ich Ihnen sagen? So, ich war, meine Oma ist gestorben. Dann bin ich in die Heimat zurückgeflogen. Sehr das, Dankeschön. Fatima. Das heißt, deine Oma war dir wichtiger als Kali? Nein, ich bin ja nur kurz dahin gegangen, um zu gucken, ob sie wirklich tot ist. Und dann wieder zurück. Ja, so war das genau. Und der Flug ging wie lange, Mierda? Ist das Flugzeug? Ich hatte vergessen zu halten. Nein, das ich kenne keinen Flug, der 7 Monate geht. Nein, das waren ja keine 7 Monate. Das Problem war, wir sind irgendwann gegen so einen Berg gekommen, ne? Und dann
halt so Unfall. Ja, alle echte Big Mac, danke schön. So auf Berg ausgestiegen und ja, dann musste ich hinlaufen. Genau, ich musste hinlaufen, deswegen hat es so lange gebraucht. Ich habe sehr voll, darf ich mich hinsetzen? Ist ja auch egal, was willst du jetzt? Hinsetzen, weil ich Fußschmerzen habe. Nein. Okay. Du warst so lange nicht hier, Manu, ich will dich hier erstmal nicht mehr sehen. Harte Zeit, Mann. Okay, soll ich wieder gehen? Natürlich. Du denkst, du kannst einfach auftauchen, mir dann wieder da sein? So tun, als ob nichts war? Nein. Weißt du, wer uns in der Zwischenzeit noch verlassen hat? Es fängt wieder an, oder? Erzählen Sie mal, Mr. Bitcoin, das interessiert mich gerade ehrlich. Dein Liebling, Tarek. Sie? Ach so. Aber so, eigentlich sind Sie und Breitenberg mein Liebling. Oder stehe ich hier gerade vor Tarek? Du weißt, wie du zu ihm stehst. Warum, wie du zu ihm stehst. Mein Name. Litecoin, hat deine Fresse jetzt. Schiss aus deinem Messer, ich prügel aus dir die Reste, hole mir die Kohle mit der Baller, Mann. Das Problem ist, Mr. Bitcoin, Sie haben ein falsches Bild, glaube ich, von mir. Das ist das Problem. Dann mal null. Sag mal, wie soll ich das verstehen? Ich mal null. Ist gar kein Problem. Das Problem ist, Mr. Bitcoin, Sie kommen auch damals, Sie sind immer mit so Sachen gekommen, wie zum Beispiel, ihr seid alle Familie in der Familie und wenn der eine geht, geht der andere auch. Wissen Sie, wer ich meine, welche Politik ich meine? Sind immer diese Politik bei mir gefahren, aber... Nein, das stimmt nicht. Bei dir nicht. Ja, doch, bei mir auch. Doch. Nicht so 100%. Wie bei den anderen. Ja, nicht so wie bei den anderen. Ja, da haben sie recht, aber sie sind auch diese Politik schön. Bei mir gefahren. Und naja, die erste Zeit, Romano, als Islam gegangen ist, habe ich das Gefühl gehabt, mir da viele waren sauer auf mich. Und jetzt habe ich das Gefühl, sie sind erleichtert, dass er gegangen ist, genauso wie ich. Also mein Gedanke ist doch schon irgendwo berechtigt. Ja, war Mr. Bitcoin auch damals. Zum Beispiel Mugi, danke zu der schön. Zeit, wo Try, danke schön. Berkant, Larry, Ace, dies, das, alle rausgegangen sind. Ich war da. Oder nicht? Oder bin ich rausgegangen? Nein, bist du nicht. Okay. Und zu der Zeit, wo... Also ich habe mitbekommen vorhin, von Diego hat mir das erzählt, als ich hier aufgewacht bin, dass es eine Zeit gab, wo Mugli, Tarek rausgegangen sind und Larry rausgegangen ist und noch ein paar andere. Und da wollte ich auch wieder hier sein. Wissen Sie, wie ich meine? Also, das passt halt nicht. Ich bin nicht eine Person, die mit den Jungs irgendwie mitgeht oder sonst was. Eigentlich müssen sie das nach 2,5 Jahren wissen, dass ich eigentlich immer an ihrer Seite sein möchte, ne? Also kommt wegen das manchmal Zahlen nicht so vor. Was? Sag. Ja, wegen King Kens Box im Monat. Aber das auch, ja. So, deswegen. Ich habe das halt eigentlich bewiesen, ja, sage ich Ihnen ehrlich. Weil da können Sie mir das auf jeden Fall nicht wegsprechen. Egal was war, egal wer rausgegangen ist, ich war immer da. Ich war nicht einmal aus der Familie raus, nicht ein einziges Mal. Das stimmt. Das will ich dir auch gar nicht absprechen. Trotzdem hast du dich entschieden, zu deiner Oma zu fahren, Mirda. Ja. Und du hast entschieden, deine Oma zu benutzen, Mirda. Ja. Und es riskiert, dass wegen deiner Oma du deine Familie allein lässt. Ja, da haben Sie recht, Mr. Bitcoin. Da haben Sie recht. Aber ich sag Ihnen ehrlich, Mr. Bitcoin, also ich habe das anfangs auch so kritisch gesehen, aber so, ich habe keine Lust, mein Leben lang mir deswegen irgendwelche Vorwürfe zu machen. Also ich weiß, was ich gemacht habe und ich weiß, wie ich es gemacht habe. Und ich würde von mir behaupten, dass meine Taten, die ich gemacht habe, also dass die guten Taten, die schlechten Taten überwiegen auf jeden Fall. Und bestimmt. Ich hab's gemacht. Ich habe das 100% bereut. Ich würde sowas niemals in meinem Leben wieder machen, aber es ist halt zu spät. Deine Oma ist doch eh tot. Ach, scheiß auf meine Oma, ich fick meine Oma. Es geht nicht um meine Oma gerade, es geht um was ganz anderes. Es geht gerade darum, dass ich einfach checken will, warum das... Also Sie haben doch selber mal gesagt, Mr. Bitcoin, Sie haben selber mal gesagt, Sie hatten eine schlechte Jugend, oder nicht? Haben Sie nicht mal gesagt, dass Sie eine schlechte Jugend haben und... Ja. Ja, Sie hatten auch eine schlechte Jugend. Und was ist jetzt aus Ihnen passiert? Schlechter Mann. Nein, gut aussehend, breit gebaut, Moslem, Alhamdulillah. Wissen Sie, wie ich meine? Sie sind ein guter Mensch geworden. Deswegen, man bleibt nicht bei den schlechten Sachen. Man lernt daraus, aus Fehlern lernt man. Nein, nicht immer. Ja, nicht immer, aber Sie haben daraus gelernt und ich habe auch daraus gelernt. Wissen Sie, wie ich meine? Hart waren die Jahre, Vater lag unter der... Ja, sowas halt. Und die Leute, die, das Ding ist, die Leute, die mich nicht kennen, die denken so, ja. Franklin! Aber die Leute, die hier sind, die hier stehen, die wissen, die mich kennen so, die wissen eigentlich. Franklin Ich hab's bereut. Und stark in den Kopf gemacht und so, Mr. Bitcoin.
Ich kann mich auf jeden Fall probieren, entschuldigen für die Franklin. Chat, lass mal Liebe für Franklin da. Wo bleibt Kanon? Geh mal beiseite, komm. Bitte, geh mal beiseite, wenn ich hier am Reden bin. Ja, Mr. Bitcoin, auf jeden Fall will ich mich dafür entschuldigen. Ich habe nicht nur sie verletzt, sondern auch die anderen Jungs, aber es wird auch nicht vorkommen wieder, aber was soll ich jetzt machen? Also es passiert so, fertig. Naja, es muss auf jeden Fall viel Gras über diese Sache wachsen, Momo. Deswegen sehe ich dich definitiv jetzt noch nicht hier bei Kali und bei uns. Nee, ich will auch gar nicht reinkommen, Mr. Bitcoin, weil wieso ich nicht? Bin ehrlich. Ja, weil... Weil du nicht schießen kannst? Ja, 100%. Na und? Das ist trotzdem eine Last für die Familie. Also man hat lieber einen Schützen mehr, anstatt ein bisschen... Einen Loyalen mehr? Ja, aber der Loyale bringt ihnen kein Brot, bringt ihnen kein Geld. Das ist Quatsch. Kannst du ja Caller werden. Wo hast du Pinguin gelassen? Pinguin ist gerade in, keine Ahnung, Mark, danke das, am Würfelpark. Da hat sich so ein neues Laden eröffnet. Da kann man so am PC spielen, Minecraft, sowas. Ja, da ist er gerade gefangen. Verstehe. Der ist im Land von Minecraft. Ich sehe aus wie ein Penner, Mr. Bitcoin. Ich habe keine braune Hose mehr an. Ich habe ein bisschen Angst, dass du dich verlierst hier in dieser Stadt, Momo. Denn ich sag dir wieso. Wenn ich weiß, dass du nicht mehr mit deinen Leuten hier bist, also mit uns, dann besteht bei dir die Gefahr, Mano, dass du dick in die falsche Bahn kommst. Ja, darüber habe ich mir auch schon Kopf gemacht. Bleib einfach hier, verhalte dich wie ein Kali. Aber du wirst uns nicht viel bringen, das stimmt. Ja, zu 100%. Das wird auch meine Dings gar nicht mitmachen. Also ich würde das niemals wollen von mir aus. Mephisto, danke schön. Vielen, vielen Dank. Was würdest du nicht wollen von dir aus? Ja, dass ich mit schwerer Arme hier reinkomme oder so. Das war nie meine Intention. Also ich habe gar nicht dran gedacht, nicht 1%. Dass ich hier reinkomme mit schweren Armen oder so. Das ist halt einfach so. Ein Mann ist wichtig. Ein Mann ist, kann schon alles reißen, deswegen. Und früher oder später, wenn dann irgendwelche Fights nicht so laufen, wie die laufen sollten, dann... Wissen Sie, wie ich meine? Deswegen. Ich bin nie mit der Intention gekommen, dass ich sage, boah, ich will wieder Kali rein oder so. Will ich gar nicht. Und schon, also wegen schweren Armen jetzt, ne? Deswegen würde ich nicht rein. Hätte ich meine schweren Arme nicht, dann... Todex, dankeschön. Ich hätte mir auf jeden Fall ein paar Familien gefickt. Ohne Zauberei. An der Stelle. Ich kann ihn Waffenteil... Du brauchst gar nicht zu lachen, so hast du angefangen bei uns. Ja, manche, also ich finde sie wollen nicht farmen. Du warst unser, du warst 24 Stunden Mierda Farmer, du warst unser, wie heißt, hieß der andere nochmal Mierda, wir hatten so viele Farmer. Du warst wie Deichmann, bloß, dass du nicht so effektiv wie Deichmann bist. Ja, richtig, Matthias Blond. Matthias Blond. Egal, von allen Arbeitern war ich eh der Beste. Meine Mutter musste mir immer Essen zum PC bringen, voila. Essen, trinken und so. Ja, damit ich farmen kann. Absolut keine Ahnung, was du meinst. Da kommst du, Rick, was geht? Ach so, ich bin ja kein Kali mehr, ich hab hier keinen Schutz, alles gut. Ich nehme das alles zurück. Du hast die braune Hose nicht an, ja. Aber Kali bist du. Und ich sag dir ehrlich, meine Meinung ist sogar, dass ich dich direkt in Kali reinnehme. Auch mit schweren Händen. Ja, aber... Nee, geht nicht. Wieso geht nicht? Mr. Bitcoin, das klappt nicht. Es sind die Brecherfamilien, Mr. Bitcoin. Die sind Brecherfamilien. Diego hat mich schon gesagt, die ist Kafkas... So, GmbH, Rivera, Satudara, Mr. Bitcoin, sie müssen mithalten. Ich sag Ihnen ehrlich, aussortieren, neue Leute rein. Ja, das lässt die Familie aber weniger Familie sein, Momo, das ist das Problem. Er kann doch ein paar Autos auf den Kopf werfen. Das ist das Problem, Mr. Bitcoin. Ist er so stark? Kann Caller werden. Wer ist stark? Okay, ich hör auf. Ey, lasst uns wirklich damit aufhören, das ist wirklich so wie ein Virus, man ist gezwungen, irgendwas zu sagen. Ja, das ist so wie wenn Loco vorhin ist. Auf. Ja. Bei Loco ist sowieso sein Gehirn auch mit verschwunden, mit seinem Gewicht. Na, was redest du? Du kannst nicht stehen, ein Blas, aber red mal nicht. Ja. Scheiß drauf. Ja. Das finde ich nicht korrekt von euch, Jungs, ja, dass ihr so redet, während ich mit Mr. Bitcoin reden bin. Momo, geil. Mr. Bitcoin, okay, Entschuldigung. Ich hab das so vermisst, Mr. Bitcoin, sie wissen gar nicht, ne? Was? Können Sie mir einfach sagen, können Sie mir bitte sagen, Momo, schmeiß einen raus oder so. Dann sage ich Ihnen einen Namen, dann sagen Sie warum. Dann sage ich ja so und so und dann beleidigen Sie mich wieder und dann haben wir eine Stunde RTL 2 hier. Das habe ich richtig vermisst, ich sag Ihnen ehrlich. Das stimmt, Mirda. Oder 14 Stunden angeln. Ja, weil ich nichts gemacht habe.
Weil du nichts gemacht hast? Ja, ich bin einmal mit dem Auto reingefahren. Schießenschutten. Sofort so. Ohne Grund, ich sag Ihnen ehrlich, war nicht korrekt von Ihnen. Wallah, 14 Stunden. Ich meine das ernst, ne? Wer ist der Mann mit dir gestanden? Ich finde das ehrlich nicht korrekt von Ihnen. Sei froh, dass es hier keine Angel gibt, Hermano, sonst wärst du selber da. Also, ich weiß nicht, Mr. Bitcoin. Sehen Sie irgendwo meine braune Hose? Nein, bitte. Hör mal zu, Mirda. Willst du ein Blattout? Nein. Dann lehn dich nicht aus dem Scheißfenster, Mirda. Hast du mich verstanden? Ich hab Blattout-Freifahrtschein, ne? Vergessen Sie das nicht. Stimmt. Er hat noch einen Joker. Wie? Ja, natürlich, ja, ich hab noch einen Joker. Ja, ich glaube schon. Was war da passiert? Ich hab einmal, das war eine Sache zwischen Tariq und Ihnen und dann hab ich so, war ich ihr Rücken, wissen Sie, wie ich meine? Und dann haben Sie gesagt, ja, Momo, genau so. Du kriegst ein Blattout-Freifahrtschein. Und dann war die Sache wieder gegessen. Also, ich hab Joker. Falls ich irgendwann mal Scheiße baue oder so, dann mache ich einfach so und dann wissen die Bescheid. Okay, das ist dein Blattout. Nein, bitte, oh nein, für Bitcoin. Ich brauche das für wichtige Dinge. Wenn ich zum Beispiel, ich habe hier ein paar Leute im Visier, die ich raushaben will und dann, wenn ich kein Argument habe und ich dann wieder emotional werde und sie anschreie, dann kann ich das so machen. Wissen was? Sie? Wer, gegen wen hast du hier was? Nein, Spaß. Nein, das war kein Spaß, Momo. Okay, das ist dein scheiß Blattout, Mirda. Wenn du Unruhe in meine Familie bringst, wieder, dann töte ich dich. Hast du mich verstanden, Momo? Was? Guck mal, was für wieder, Mann. Was für, aber das Ding ist, sie sagen wieder. Ja, aber damit meine ich wieder, nicht dich, du Haufen Scheiße, Mirda. Ja, ich damit wollte schon sagen, Mr. Bitcoin. Das ist dein Blattout. Nein, aber ich rede doch normal mit ihnen. Bitte, können Sie nicht einfach mal ihre Waffe wegstecken. Ja, Bitcoin ist krass, ne? Du kannst rumspringen, er trifft Scheiße. Wer keine Argumente mehr hat, muss mit der Waffe herumfuchten. Ja, ehrlich jetzt, Mr. Bitcoin, setzen Sie sich hin, wir reden vernünftig. Wir können ja über alles reden. Aber du hast ihm das nicht zu sagen, wenn er sich hinsetzt. Na, also könnten Sie sich bitte hinsetzen, wenn Sie möchten. Fragen nochmal. Momo, was ist das ja, Problem? Gegen wen hast du... Diego. Gegen wen hat Momo hier was? Bitte? Gegen wen hat Momo was? Für sich selber reden. Ah, okay. Ich will nicht für ihn reden. Das war der Beweis dafür, dass er recht hat. Nein! Okay, mal zu mir da. Ich werde dich Blattout. Ich gebe dir mein Wort, wenn du nicht deine Fresse aufmachst. 3, 2, 1. Ich rede doch. Ich bin da. Sag einfach, sag die Wahrheit. So, ich sag Ihnen ehrlich, Mr. Bitcoin. Ich habe ja auch ein bisschen was mitbekommen hier, ne? Und, ich will Ihnen damit jetzt nicht zu nahe treten oder so, ne? Und auch den Leuten nicht, die hier irgendwelche Leute empfohlen haben, aber ich habe sofort 3 Namen, die ich sagen könnte, die einfach hier nicht reinpassen, so, ich sag Ihnen ehrlich. Und ja, ich weiß schon welche. Auf jeden Fall einmal Donatello, weiter? Nein. Würde ich auch hoffen. Ich will kein Donatello und kein Lakika. Das sind Leute, die sie reingeholt haben und dagegen werde ich niemals so sagen. Ich habe mich ein bisschen geändert, wissen Sie? Aber es gibt 3 andere. Boah. Diego, weißt du, wen er meint? Ja. Sag es mal. Soll ich ehrlich sagen? Keine Ahnung, wie du willst. Ich überlege gerade, ob du mir das hier sagen sollst. Ich kann mir gar nicht vorstellen, Mirda, wen du meinst. Also wirklich überhaupt nicht. Tobi, dankeschön. Dann kommen Sie kurz in die Ecke. Diego, wissen die Leute, dass sie damit gemeint sind? Nein. Nein, die wissen nicht. Wie oft hast du das gesagt? Komm hier kurz um die Ecke. Wie professionell er das gesagt hat. Okay, scheiß drauf. Darüber müssen wir so reden. Keine Ahnung, was man gegen Jay haben kann. Yay. Ich bin tatsächlich schockiert. Ich bin tatsächlich sehr schockiert. Du willst mir sagen, und Diego, du willst mir sagen, ihr befürwortet diese Meinung? Nee, also... Ich weiß nicht ganz genau den Grund. Shanks, dankeschön. So, Sie wissen ja, wie Momo ist, ne? Blablabla, Double Time und dies und das, diese Namen, so. Aber den wahren Hintergrund kann er uns ja hier sagen, wenn er möchte. Du brauchst auch gar nicht so zu lachen. Wallah, das meinst du gerade nicht ernst, ne? Das... Ja, du kannst gerne mal anfangen. Ich sag Ihnen auf jeden Fall einen Namen, so kann ich ja sagen. Die anderen kann dann jemand anderes machen. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass zum Beispiel eine Jenny geblattet wird. Da sie sehr inaktiv ist, also dieses, dass man einmal eine ganze Woche nicht da ist und nur Samstag, Sonntags da ist, weil man irgendwie in der Schule ist und so, kann man ja verstehen, ne? Aber dann ist halt Kali nichts für sie. Ja, sie ist gerade sehr inaktiv, das stimmt. Leider auch, nachdem sie mit mir geredet hat, da stimme ich dir zu. Ich habe das Gefühl, sie hat gar keine Lust mehr hier zu sein und wird nur gezwungen. Und deswegen werde ich mit ihr heute sowieso nochmal reden. Mr. Bitcoin? Ja. Sie müssen mit Jenny am Wochenende reden, ja? Wieso? Ja, weil die erst am Wochenende wieder herkommt. Wieso? Ja, die ist in der Schule. Ja, Mirda, okay, bis wann? Von 8 bis 12 Uhr? Sie schläft in der Schule. Wirklich? Ja, Wallah. Boah, das ist aber hart dann, Hermanos.
Was genau ist hart? Das, also, das hart mehr da, wenn sie. In der Theorie, sie hat einen Laptop, so. Ja. Was sagen Sie zu den Namen, Mr. Bitcoin? Ich bin verwirrt. Von den einen Namen bin ich wirklich sehr, sehr. Mehr da, wir sagen den anderen Namen. Der andere Name ist Timo und ich will wissen, wieso. Was hat Timo getan? Timo, bist du hier? Nee. Ich muss gerade nicht schwimmen, Mr. Bitcoin. Soll ich sagen? Nee, lass uns das mal machen, wenn alle da sind, so, wenn überhaupt, so. Das bringt ja jetzt gerade gar nichts, meiner Meinung nach. Sollten ja eigentlich alle da sein, ne? Aber ich sag das, mich juckt das nicht, das ist genau schädlich. Ist nicht der Weg. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Manus. Ich verstehe das nicht. Immer wenn ich denke, dass ich Bescheid weiß, weiß ich nicht Bescheid. Also Timo, ich glaube, ich... Lukas, dankeschön. Ich habe jetzt gar keine Bindung zu ihm. Ich weiß nicht genau, was seine Aufgabe... Ja, ich denke mal, vielleicht hat eine Person hier in der Familie eine Bindung zu dem, sonst riskiert keiner, keine Ahnung. Ja, okay, dann wer dann genau? Ein paar Namen. Emre, mein Bruder, danke dir für 30 Monate. Der Baru halt, der kam halt von Baru. Ja, Diego. Der ist zwar einer von uns, ist ja auch Familie, also ich muss nicht unbedingt sagen, dass ich eine enge Bindung mit jedem haben will, Roll, nur was viele nicht sehen oder rüberkommt, dass sie den Mehrwert noch nicht bei ihm erkannt haben in der Zeit und deswegen wollten die auch mit denen reden und deswegen meinte auch Litecoin, ja lass reden erst, wenn er da ist. So, und ich selber hab, oder die Jungs haben selber versucht herauszufinden, ob der Beifahrer ist, Fahrer ist, was macht der und dies und das. Und bei so einem Mannanzahl und die letzten Stresstage, was wir hinter uns hatten, konnten wir nicht jeden, sage ich mal, einzelnen richtig. Nee, er hat das mit Diego, von Diego weiß er das. Er sagt auch gerade. Weil viele Sachen auf uns zugekommen Lass, sind, da wird kein deswegen. Und die Sachen, Diego, damit hast du mit Momo drüber geredet? Die Dinge? Ja. Ja, also... er selber hat es so bemerkt, Ryan Genau. und ich haben das auch bemerkt, sage ich Ihnen ehrlich, mit Timo. Aber wir wollten uns da noch ein bisschen Zeit geben, weil ich wollte selber erstmal rausfinden, ob der wirklich Fahrer ist, ob der, ne? Ansonsten ist das schon ein sehr, sehr guter Junge, der kein ist oder nicht. So Stress oder so verursacht. Azeri, danke dir. Wie gesagt. Ich glaube, der redet. David, danke dir auch. Aber nichts Negatives bis jetzt gesehen. Doch, das ist eigentlich ein guter Junge, ja. Und deswegen, so, keine Ahnung, bringt gerade nichts, was wir machen. Deswegen aber, es wäre viel vorteilhafter, wenn er hier wäre, dann könnte der sich erklären, bevor wir den abstempeln. Ja, den definitiv. Es ist nicht böse gemeint, wirklich. Aber, also Diego, den letzten Namen musst du mir erklären. Jens, dankeschön. Das soll Momo machen. Nein. Momo, mein Mierda war lang genug nicht da. Ich weiß gar nichts, also das muss schon Diego sagen. Okay, ich kann ihn aber... Ich Momo kann nicht machen. Ich sage, ich würde es nicht machen. Ich auch nicht. Das wird nur Unruhe reinbringen. Lasst okay, ich kann, mal, das, lasst ich kann das sagen, was nur enge Leute das checken oder... Okay, dann los. Von ihnen ist. Ich weiß, wissen Sie noch damals, wo Sie eine Wette gegen Momo verloren haben? Wo der für ein paar Stunden 12er sein durfte? Ja. Und da hat er doch Leute geblattoutet, wissen Sie noch? Aber ja. Nicht den Namen. Ja. Boah, stark, stark. So. Ah, scheiße. Verstehen Sie, was ich meine? Und das, ja, okay, und habt ihr schon mal mit ihm drüber geredet, aber? Na, also das war Momos Bauchgefühl bei voll vielen so, aber das macht keinen Sinn. Was soll ich denn da reden? Konflikt mit Rivera? Ja, ne? Ja, wir haben noch einen Konflikt mit Rivera. Haben wir Heli in der Luft? Nein. Ja, dann soll einer Heli oder so machen, keine Ahnung. Ja, aber Armano, das kann bei, ich sag dir, also ich persönlich sehe den Mehrwert sehr, sehr viel bei der Person. Wir haben ja keinen Fass daraus aufgemacht oder sonst was. Also Sie wissen ja, wie Momo ist. Er ist direkt, pap. Ja, aber das heißt nicht, dass er richtig liegt. Ihr solltet einfach mal mit dem Hermano reden. Einen zur Seite nehmen, drüber reden. Das hat bis jetzt immer was gebracht, Diego. Und selbst wenn das Unruhe bringt, macht das in einem kleinen Kreis. Das hätte ich sogar davor gemacht, ja, bevor man überhaupt irgendwas anspricht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das bringt nur schlechte Laune und so, deswegen scheiß doch drauf. Wusstest du das, Litecoin, die Namen? Nicht unbedingt. Aber so, ich konnte es mir denken, ja. Das ist das Mierde, ich konnte mir überhaupt nichts denken. Ja, sie haben ja auch nicht so viel mit dem... Ich glaube, ich habe sogar Diego auch sogar diesen Namen gesagt, oder Diego? Naja. Couchlino, danke. Sogar wirklich die drei. Hast du genau die gleichen Namen gesagt wie ich? Ja, oder? War schon vor einem Monat, glaube ich. Was? Das ist krass, das ist crazy. Bei Jenny brauchen wir, ich sage euch ehrlich, da brauchen wir nicht reden, das ist halt... Wenn man nicht kann, das ist nicht mal böse gemeint oder so. Alleine, danke schön.
Ja, wie lange kommt sie denn jetzt nur zum Wochenende? Ja, nach dieser Woche ist zu Ende, aber sie war ja auch jetzt vier richtige Wochen hintereinander nicht da, wissen Sie? Vor den Weihnachten war die zwei Wochen nicht da und jetzt auch vorige Woche und diese Woche nicht. Ja, geht mal im Funk bitte rein. Ja, sie fühlt sich nicht mehr wohl hier, Manus. Das ist der Grund. Seit einfach alle paar Wochen muss sie eine Woche in die Schule und dann muss sie halt in den Wochentagen dort bleiben, aber dann ist sie am Wochenende da, aber das ist immer so alle paar Wochen so. Ja, ich weiß, aber wenn sie davor schon so war, ein bisschen. Ich kann nicht fliegen. Wir machen das schon. Na gut. Damals nannten sie ihn noch Don Carlos. Heute sind alle Feinde für ihn harmlos. Mr. Bitcoin, der Herrscher über Los Santos.